Ja, willkommen zurück bei Starbound. In der letzten Folge haben wir ja einige Aufträge schon erledigt für die letzte Peacekeeper Station. Und aktuell versuche ich mal heute einen neuen Hut aufzusetzen und sehen, was ich da so in den Kisten habe. Dass wir mal ein bisschen anders aussehen, ne? Wollen ja auch ein bisschen Outfits ausprobieren. Basi, der Käfer. wollen wir das mal ausprobieren? Wir sehen jetzt mal ein bisschen Basi, der Käfer. Ist bestimmt auch noch Zusatz. Genau, und so gehen wir jetzt mal runter. So, suchen wir den Planet. Um die Target-Signatur zu finden. Hier mal gucken, ob irgendwelche Kisten zu sehen sind. Nö. Ah, gerade in der anderen Richtung. Na gut, dann nicht. Da ist eine Kiste. Sonst noch wo was? Nö. Na dann weiter. Oh, da ist eine Eiskiste. Naja, ein Diamant. So ein Modul. Und sowas. Nehmen wir alles mit. So, aber. Na da. Ungünstiger Winkel. Härter. Jetzt wird es auch dunkel. Wir können mal hier noch ein paar Meter laufen. Sehen, ob es irgendwo noch was Interessantes gibt. Ich suche ja auch immer noch nach den restlichen Teilen der Yeti. Verkleidung, ne? Die hat man ja auf so einer Eiswelt gefunden. Was leuchtet dort eigentlich? Ach so, dieses kleine Tier oder was das ist. Ach, da ist noch eine Eiskiste, seht ihr? Prismenbett. Das ist vielleicht eine Prismenkiste. Ah. Thermohosen. Und ein Heldenshirt. Naja, da sieht das schon cooler aus, was wir anhaben. So, und das Bett, das lernen wir mal fix. So. Da drüben ist auch noch eine Kiste. Zwar keine Eiskiste, aber. Gucken wir auch nochmal, was da drin ist.
So, jetzt graben wir uns wieder nach oben. Noch einen Blick werfen. Hier erstmal nix. Da sind Kisten, ne? Muss man da hinkommen. So, ja, auch noch immer eine möglicherweise schöne Waffe für einen Endboss, den wir auch irgendwann demnächst angehen wollen. Aber zumindest haben wir jetzt 43 solche Heildinger. Alle. Sollte also machbar sein. Gut, dieser Planet ist abgesucht. Also was heißt es abgesucht? Wir haben ja mal ein Stück geguckt und jetzt geht's aber weiter. Weil wir jetzt zur Sigitari Formation 4 wollen. Also gehen wir da hin. Und da drüben. Ein feuriger Stern. Na dann nicht wie hin. Gut, gehen wir erstmal dorthin. Obwohl das näher gewesen wäre, aber. Wir kümmern uns immer erst um den Chef und bevor wir die kleinen Kanoven einsammeln. So. Wasserwelt. Florana muss zur Sagittari-Formation fliegen. Oh, der ist abgehauen. Ja. Also den müssen wir irgendwo im Orbit einsammeln. Guck mal trotzdem nochmal, was er hier so vielleicht in Zeug hinterlassen hat. Das nehmen wir alles mit. Können wir mal gucken, ob es unter Wasser noch was Interessantes gibt. Muss ich ihn auch noch ausgraben.
Pferd ist das. Okay, den haben wir. Auch mal schön so ein bisschen unter Wasser zu stöbern. Da gucken wir noch mal, was hier das ist. Pixel, aha. Das sind nicht wirklich Kisten. Ah, das ist sogar ein Bett. Die Frage, ob man das hier mit Luft füllen könnte, ne? Ja, auf unseren Reisen auch immer noch ein bisschen was erkunden. Unter Wasser haben wir ja bisher noch nicht so viel erforscht. Da müssen ja auch Hylottl-Städte irgendwo sein, ne? Oder sollen angeblich sein. Rennen kann er hier nicht. Jetzt hat er eine kurze Hose zum Schwimmen an. Ich denke mal, dort vorne ist es hell, aber es ist, sind nur diese Leuchtpflanzen. Naja, wenn jetzt auf den nächsten Meter nichts kommt, machen wir weiter. Das sind nur Wasserpflanzen. Zumindest gibt es hier keine Monster mehr, ne? Keine zu sehen, weit und breit. Nö, das scheint ja immer so weiter zu gehen. Mal gucken, was hinter der Dunkelheit kommt. Säulen gibt's hier. Gut, ich würde sagen, das wird mir dann hier zu eintönig. Hier ist weiter nichts zu erkennen, also zoomen wir uns unseren nächsten Bounty-Auftrag. Beziehungsweise, dabei muss ja ein Raumschiff im Orbit sein. Ne? So, der ist gleich hier irgendwo. Ah, das ist das Ziel. Raumschiff. Na dann. Fliegen wir es mal an. Nee. Warum bin ich ausgestiegen? Ah, naja. Okay, nochmal. Und gucken, ob wir noch ein bisschen Geld einschmelzen können. Ja. Nee, hier rein.
So, und jetzt versuchen wir es nochmal. Vielleicht schaffen wir es ja. Gut, also nochmal. Ja. Was will er denn für einen Deal machen? Der will bestimmt seinen dämlichen Hut verkaufen. Genau, brauche ich nicht. Florana ist beeindruckt von ihrer moralischen Stärke.
Sehr gut, den hätten wir. So. Da unten ist das Safe. Nichts Gescheites im Safe. Sonst gibt es ja auch nichts mehr zu holen. Na dann. So. Gab's ja noch mehr, ne? Das ist ein Müllplanet. Nö, keine coolen Waffen gefunden. Brauchst du welche? Oder mal gucken, was da auf dem Dach ist. Na, nochmal. Naja, die Dinger bauen wir zwar nicht mehr, weil wir voll aufgerüstet sind. Aber vielleicht können wir sie verkaufen. Jagdsperre. Fackel. So, jetzt müssen wir irgendwie nach unten. Ne? So, da ist der Gute. Man kriegt die Tür nicht auf. Aber jetzt. So, und du? Ja,
Mein Kampfgeist ist erschöpft, ich habe versagt. Sehr gut, jetzt gucken wir noch, was in den Kisten ist. Nix, nix. Naja, ein bisschen Schutz. Ist das hier eigentlich eine Kiste? Was ist hier unten? Gucken, was das ist. Ah, das ist nur Hintergrund sozusagen. Das scheint ein Dungeon zu sein, ein Floraner Dungeon. Na gut, aber zurück. So, sehr gut. Also können wir jetzt zurück zur Peacekeeper Station erstmal fliegen. Und uns unsere Belohnung abholen. Sehr gut. Und jetzt könnte ich ja immer so weitermachen. Ne? Aber jetzt werden wir uns nochmal versuchen am Bossgegner. Vielleicht. Ich will natürlich am Schiff noch ein bisschen ausrüsten. Umrüsten. So. Also, wir brauchen wahrscheinlich das Schwert. Die Sachen haben wir schon. Jetzt wollen wir mal sehen, was wir noch zu essen haben. Wir haben noch natürlich jede Menge Schrutz. Abfall. Den können wir mal stapeln. Wenn wir irgendwo einen leeren Slot finden. Hier sind leere Slots, genau. So, weg damit. Mal sehen, was wir zubereiten können. Hier nix. Hier nix. Bonbons. Schokolade. Kaffee. Und das war's. So. Was haben wir hier? Achso, unser Andi, unser Gegengift. Machen wir mal Kaffee und Schokolade hier rein. So. Und jetzt haben wir noch zwei Leute mit, die für Ablenkung sorgen sollen. Du. Und du. So.
Jetzt testen wir nochmal, ob wir hier diesmal ein Stück weiterkommen als beim ersten Versuch. Also auf zur Arche. So, was gibst du uns mit? Licht. Ah, Licht. Ich hätte wieder diese Herunterschwebenfeder gebraucht. Hm? Gut. Dann mal hin. Und wie wir ja wissen, müssen wir uns jetzt nach unten durchgraben. Die Werte zeigen, dass diese Struktur zwar wie ein Planet aussieht, aber in Wirklichkeit ein riesiger lebender Organismus ist. Achso, graben natürlich. Ja, hat mir noch gefehlt. Dann so ein großer Abgrund. Wenn ich noch Seil einstecken, wie komme ich da runter? Das weiß ich noch gar nicht. Im rechten Moment springen vielleicht. Gucken mal. Habe ich Seil einstecken? Ja, ich habe Seil einstecken. Werde ich wahrscheinlich fallen lassen und hoffe, im richtigen Moment nach oben zu springen. Natürlich gefährlich. Unter ihnen befindet sich ein riesiger Abgrund, der sehr tief ist. Ich rate ihnen nicht, in den Tod zu stürzen. Ah, Dreck. Hm? Nochmal. Also erstmal muss ich heile da drunter kommen. Vielleicht kriege ich ja jetzt mal die Feder oder so. Vielleicht gibt es ja auch. Ich weiß gar nicht, ob es das als Trank gibt, ne? Dass man sanft zu Boden schwebt. Ah, Licht. Gucken wir mal. Die Werte zeigen, dass diese Struktur zwar wie ein Planet aussieht, aber in Wirklichkeit ein riesiger lebender Organismus ist. Das funktioniert schon mal. Nach unten. Los. Oh Mist. Bin ich doch in der Säure.
Zwei Stücke hier weg. Ja, schon wieder Säure. Nicht zum Aushalten. So, ich wollte nur mal hier ein bisschen umsortieren. Inventar. So. Und so. Na. Ich muss durch die Tentakelschicht. Also es durch und die Säure wieder ab. Das scheint hier ganz effektiv zu sein, der Lasercaster. Meine Gefährten schon hinüber. Man könnte es fast meinen, ne? Schritt 1 ist erstmal auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Unter ihnen befindet sich ein riesiger Abgrund, der sehr tief ist. Ich rate Ihnen nicht, in den Tod zu stürzen. Ich kann noch ein ganzes Stück nach unten. Lass ich los. Okay, ich bin unten.
Du hast das Herz des Verderbers erreicht. Du musst es zerstören. So. Wir haben es wieder erreicht. Nur mal sehen. Also, richtige Ausrüstung, möglicherweise. Wir nehmen Kaffee ein. Kaffee scheint gut zu sein. So. Na komm. Du bist lächerlich stur, nicht wahr? Esther hat dir wirklich den Kopf verdreht. Ich glaube, ich schneide ihn ab. Du verstehst es nicht, oder? Du hast immer noch nicht gewonnen. Der Verderber wird immer noch erwachen und bald dieses Universum von allen außer Menschen säubern. Viel Energie verschwenden. Falsche Richtung, schnell und leise. Thank you.
Thank you.
heftig. Jetzt. Ja, du hast es geschafft. Aber etwas stimmt nicht, der Verderber. Seine Struktur ist instabil. Hilfe. Es wird explodieren. Raus hier. Schnell raus hier. Sag ihm nicht, was er tun soll, Fischgesicht. Du weißt, dass er schon mit viel schlimmeren Situationen fertig geworden ist. Was jetzt? Okay. Ich glaube, wir haben's. Das kann nicht sein. Beschützer, folge nicht den unzähligen Seelen derer, die vor dir kamen. Selbst ich bin dem Verderber erlegen. Als wir kämpften, zerbrach ich, zerfielen fast unendliche Stücke. Vieles ging einfach verloren, doch Fragmente von mir selbst, uralt und wild, lösten sich und wurden zu etwas Neuem. Das Wenige, was von mir übrig blieb, blieb, um zu beobachten, was ich zurückgelassen hatte. Du hast meine Artefakte vereinigt, Beschützer. Die Rassen, die ich schenkte, sind nun eins. Du hast einen Samen des Friedens gepflanzt, der wachsen und sich in diesem riesigen Universum ausbreiten wird. Der Verderber ist zerstört, das Universum ist gerettet, aber es gibt noch so viel zu tun. Und nun gebe ich dir mein letztes Geschenk. Das letzte von mir. Kehre zurück, Beschützer. Lebe wieder. Starbound-Team. Okay, ein Abspann. Hey. Wir haben die Hauptmission geschafft. Natürlich geht es hier noch weiter, ne? Wir werden uns auch noch ein bisschen umschauen, was es jetzt hier noch zu entdecken gibt. Aber vorerst haben wir Starbound geschafft. Und vielleicht mache ich auch erstmal ein, zwei Wochen Pause oder ein paar mehr. Und untersuche die Artefakte und was hier noch übrig ist. Demnächst hier wieder auf dem Kanal sonntags. Aber jetzt mache ich erstmal ein paar Sonntage Starbound frei. Das war jetzt ja eine ganze Weile beschäftigt. Aber erstmal schauen wir uns die ganzen schönen Bilder vom Abspann an. Ja, Starbound, schönes Spiel, unterhaltsam und natürlich auch die Pixel. Art, also dieser Pixel-Look ist, finde ich, sehr gut gelungen. Passt sehr gut zum Spiel und macht das Ganze schön, naja, ein bisschen retro, ein bisschen, dass man sich auch selbst ein bisschen reindenken kann. Ne? Ah, sie sitzen zusammen und dinieren. Sehr gut. Und jetzt bin ich gespannt. Ja, hier stehen mal alle Abschiedsfoto mit meinem dämlichen Bienenhut. Coole Sache. Und da bin ich wieder. Was ist denn, wenn ich jetzt zur Arche gehe? Natürlich mit Top-Geschwindigkeit. Hast du was zu sagen? Okay. Das ist nichts Neues. Was gibst du mir mit? Wieder leuchten. Nuru? Ah ja, sie kann natürlich jetzt was sagen, bin ich gespannt. Selbst jetzt, nach allem, bin ich mir sicher, dass du noch viele weitere Abenteuer zu bestehen haben wirst. Nimm zumindest dies hier an, ja? Okay, gucken wir gleich mal, was da drin ist, aber vorher noch zu den anderen beiden. Ah, und im Hintergrund war das schon? Ja. Wahrscheinlich schon. Sehen, ob er was Neues gekriegt hat. Mhm. Healing 1. Aus Zorns Augment. Und Healing 2. Also, dass du den Schaden reflektieren, den der dir verursacht wird, an den Aussender. Naja, ist zwar witzig, aber brauchen wir erstmal nicht, denke ich. Mhm. So.
Und jetzt gucken wir mal, was in dem Beutel ist. Der ist weiß diesmal. Da bin ich jetzt gespannt. Tun wir nochmal hier hin. Und packen ihn aus. Eine Thank You Card. Eine Karte von Freunden. Die ist legendär. Kann man sie sich noch ein bisschen größer angucken? Mal sehen. Das Ding war riesig. Was für eine Jagd. Du bist vielleicht der zweitbeste Jäger, den ich kenne, Nuru. Kluhex wäre stolz auf dich. Tonawak. Verdammt gute Show. Baron 4C, 69, 67, 68, 74. ASCII. Das heißt Baron Light. Ne? Ihr habt mich gelehrt, dass es immer Hoffnung gibt. Ich danke dir, Lana. Die wissenschaftliche Bedeutung ihrer Leistung ist unermesslich, Koichi. Sie haben das Herz eines Beschützers, Esther. Danke, dass Sie das Universum gerettet haben. Wir hoffen, Sie hatten genauso viel Spaß beim Spielen von Starbound wie wir bei seiner Entwicklung. Das Universum steht Ihnen zum Erforschen offen. Gute Reise, Chucklefish Games. Ja, natürlich haben wir Spaß an Starbound gehabt und werden auch, wie gesagt, demnächst weiter Spaß an Starbound haben. Aber für heute geht Robo erstmal nach Haus ins Raumschiff. Und feiert natürlich mit seinen Freunden. Und für heute sagt er Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal, Starbound. Euer Astronier. Tschüssi.